Ja, herzlich willkommen auf der RC Modellbauer. Heute HDX, der Modellmanager. Gleich nach dem Intro. Ja, in der heutigen Folge über HDX geht es um den Modellmanager und den schauen wir uns heute ein wenig genauer an. Viel Spaß, auf geht's! Ja, in der heutigen Folge wollen wir uns hier um den Modellmanager kümmern. Öffnen können wir den Modellmanager ganz einfach aus dem Homescreen. Das ist ja hier unser Startscreen, wenn wir den Sender hochgefahren haben. Entweder können wir hier in irgendein freies Feld klicken, wo wir nichts belegt haben. Einfach draufdrücken, dann öffnet sich hier der Homescreen und da können wir auch direkt schon hier auf den Modellmanager gelangen. Wenn ihr nachher alles belegt habt, könnt ihr immer hier oben über den HDX-Button, so mache ich es immer, dann komme ich auch in dieses Menü rein. Einmal draufklicken und schon befinden wir uns hier oben im Modellmanager. Grundsätzlich gehen wir mal eben auf die einzelnen Felder ein. Unser aktives Modell ist immer mit so einem gelben Rand, beziehungsweise ist gelb hinterlegt, wenn ich kein Foto drin habe. Wir können die Ansicht hier in diesem Bild hier oben über diesen Button mit der Ansicht ändern. Wir können nämlich einmal hier eine kleine Ansicht machen. Jetzt habt ihr ganz viele kleine Fenster. Oder wir können eine Listenansicht machen. Dann habt ihr die Modelle einfach untereinander stehen. Wie immer, das aktive Modell ist gelb hinterlegt. Hier haben wir eine breite Listenansicht. Und dann haben wir wieder die normale Ansicht, die ich eigentlich für optimal halte. Zumindest benutze ich die immer. Hier am linken Rand befindet sich die Labels. Die kann man entsprechend anlegen und dann verwalten. Ich habe zum Beispiel hier Favoriten, Boot, Kopter, Flugzeug, Test, Heli und Unlabeled. Unlabeled sind die, die wir angelegt haben und keinem Label zugeordnet haben. Man kann Modelle auch mehreren Labels zuordnen, zum Beispiel die Favoriten können natürlich in Boot, Kopter, Flugzeug und so weiter auch noch vorhanden sein. Wir klicken mal hier auf die Favoriten und dann seht ihr, da habe ich jetzt nur mein Myco Long Range Copter drin. Mit einem weiteren Klick hier drauf wählen wir das wieder ab. Das ist jetzt gleich die Besonderheit. Jetzt gehen wir mal in die Kategorie Boot. Da habe ich hier meine Hecht drin und noch mein U-Boot. Jetzt haben wir die Kategorie Copter, die können wir jetzt auch noch mit anwählen. Jetzt haben wir nämlich hier oben jetzt den Haken in And umgewandelt. Das heißt, der schaut jetzt in das Label Copter und Boot muss vorhanden sein. Macht natürlich keinen Sinn. Ein Copterboot habe ich noch nicht gebaut. Also nehme ich hier oben das Boot wieder raus und dann habe ich jetzt hier alle meine Copter. Ja, was wir ja gesehen hatten, wir hatten ja in Favoriten, hatten wir einen den Myco Long Range, der hier unten angezeigt wird. Das heißt, wenn ich jetzt auf Favoriten draufklicke, habe ich ja And Copter and Favoriten. Das heißt, ich kriege jetzt hier meinen Favoriten in Copter angezeigt. Das ist mein Myco Long Range, weil der hat beide Labels in sich drin. Wo wir die nachher einstellen, das sehen wir dann nachher in den Modelleinstellungen. So, ich wähle mal alles hier ab. Wenn wir alles abgewählt haben, dann haben wir hier im Endeffekt die komplette Modellliste, die wir hier haben. Ja, hier unten in Unlabeled können wir die Modelle sehen, die wir keinem Label zugeordnet haben. Unlabeled ist auch das einzige Label, was man nicht umbenennen kann. Zum Beispiel hier jetzt die Favoriten oder Boot oder so, könnte ich jetzt einmal hier drauf drücken, zum Beispiel auf Flugzeug. Und jetzt könnte ich das Label umbenennen, löschen oder nach oben oder nach unten verschieben. Das können wir mal machen, dann ändert sich das hier in der Liste links. Wir können auch mal hier Boot umbenennen. Da können wir jetzt einfach hier raufklicken, dann öffnet sich die Tastatur und dann können wir daraus vielleicht Boote machen. Und jetzt steht da Boote. Ja, kommen wir jetzt zur Modellauswahl. Ich sagte ja bereits, das ausgewählte Modell ist gelb umrandet. Das können wir mal eben uns hier anzeigen lassen. Das war dieses Heat-Test. Wir können jetzt einmal hier draufklicken, öffnet sich von dem selektierten Modell das Menü, wir können das einmal kopieren, wir können das einem Label zuordnen oder wir können es als Vorlage speichern. Kopieren heißt, der kopiert das Modell einmal und dann haben wir zwei Modelle mit dem gleichen Namen da drin. Label zuordnen ist, da könnt ihr jetzt sehen, das können wir jetzt einfach hier mehreren Labels zuordnen. Ich lasse das jetzt aber auf meinen Test stehen.
Als Vorlage verwenden heißt, wenn ihr das Modell jetzt hier, sag ich mal, öfter braucht, könnt ihr das als Vorlage speichern und beim Anlegen eines neuen Modells können wir das immer als Vorlage benutzen. Wenn ich jetzt hier ein Modell nehme, was nicht gehighlightet ist bzw. ausgewählt ist, dann öffnet sich hier ein weiteres Menü. Da können wir nämlich einmal dann das Modell auswählen. Das heißt, dann wird das aktive Modell. Wir können es kopieren, wir können es einem Label zuordnen und die Vorlage als Vorlage speichern. Aber wir können es auch zusätzlich noch löschen. Macht beim selektierten Modell natürlich keinen Sinn, dass man es löschen kann. Deswegen muss man erst ein anderes selektieren, um das aktive dann oder das nicht mehr aktive dann zu löschen. Ja, wir gehen einfach mal hin, nehmen das Graupner-Modell und kopieren das mal. Und dann sage ich, möchtest du das kopieren? Ja, möchte ich. Und jetzt haben wir das kopiert. Jetzt haben wir hier nämlich zwei identische. Jetzt können wir das einmal hier wieder auswählen und jetzt können wir das einmal löschen. Jetzt fragt er, willst du das löschen? Ja. Und dann ist es gelöscht. So können wir hier unsere Modelle im Endeffekt testen. Wenn man mal hier im Modellspeicher was ausprobieren will, kann man einfach hier sein Modell duplizieren und dann entsprechend darin arbeiten. So, wir wählen jetzt mal das Graupner-Modell an und dann wechselt er automatisch in den Homescreen wieder rein und jetzt können wir wieder in den Modellmanager gehen und dann sehen wir, dass Graupner ausgewählt ist. So, wie legen wir jetzt ein neues Modell an? Entweder kopieren, habt ihr ja gerade schon gesehen, oder wir drücken hier oben auf die Neu-Taste. Da können wir jetzt entweder ein neues Label, das ist einmal hier links, erstellen oder ein neues Modell. Wir klicken mal auf neues Label, da können wir jetzt einfach einen Namen vergeben. Den nenne ich jetzt mal Luft. Und jetzt haben wir hier unten das Label Luft. Ist natürlich noch nicht zugeordnet, aber ist ja egal. Jetzt klicken wir nochmal hier auf Neu und wählen jetzt mal ein neues Modell aus. Ja, wir können einmal hier ein leeres Modell erstellen. Dann können wir über den Wizard gehen. Dann können wir hier über die Templates gehen. Das ist, wenn wir ein Modell sagen, das ist ein Template. Und dann haben wir noch diese Sona EdgeDX, Sona XDX2. Und dann fängt es hier wieder mit Personal an. Das ist hier irgendwie noch ein bisschen unsortiert. Ich gehe jetzt nur auf die ersten zwei hier ein. Die 3 und 4 ist spezial. Leeres Modell ist einfach ein ganz leeres Modell. Hatten wir gerade schon. Dann gehen wir mal auf den Wizard. Hier können wir jetzt ein Plane, ein Glider, ein Wing, ein Heli oder einen Multirotor nehmen. Dann fragt er uns ein paar Sachen ab. Und da können wir dann entsprechend sagen, wo wir hier unser Gaskanal, wo unser Ruder und so weiter ist. Wir können mal einmal hier beispielsweise das Plane nehmen. Rufen das jetzt aus. Jetzt fragt er uns hier so ein paar Sachen ab. Hast du einen Motor? Ja, der ist auf Kanal 2. Safety Switch ist SF. Und dann können wir hier weitermachen. Ja, hier kannst du dann die Tragflächenservos einstellen. Dann fragt er, ob du Flaps hast. Dann kannst du hier die Sachen einstellen für Seitenruder und Höhenruder. Dann fragt er, ob du Landing Gears hast. Dann kannst du hier die Expo Rate einstellen und so weiter. Und jetzt zeigt er dir nochmal eine Übersicht an. Und dann machst du hier einmal Enter. Und dann kannst du zurückdrücken. Und dann hast du dein Modell angelegt. Jetzt haben wir hier oben schon die Flights, ein bisschen Telemetrie, alles ein bisschen schon angelegt. Gehen wir mal in den Modellmanager. Und dann steht hier auch New Plane. Gehen wir nochmal auf Neu. Neues Modell. Und dann gehen wir auf Personal. Es wurden noch keine Modelle angelegt. Dann gehen wir mal einmal zurück und sagen mal dieses New Plane als Vorlage. Und dann gehen wir auf Neu, neues Modell, Personal und dann sehen wir hier New Plane. Können wir auswählen. Und jetzt gehen wir mal wieder in den Modellmanager rein und dann sehen wir, haben wir hier jetzt zweimal New Plane. Jetzt räumen wir mal ein bisschen wieder auf hier, dass wir hier nicht zu viele Modelle drin haben. Ja, damit hätten wir jetzt hier den Modellmanager soweit abgeschlossen. Falls ihr noch eine Frage habt, ab damit in die Kommentare. Ja, ihr habt heute gesehen, wie wir hier Modelle managen können, wie wir die ein bisschen sortieren können, wie wir da eine Übersicht über die einzelnen Modelle behalten, wie wir neue anlegen können und so weiter. Falls ihr die Serie weiter verfolgen wollt, ihr noch irgendwelche Fragen oder irgendwas habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren lassen. Die Nicht-Abonnenten können gerne abonnieren. Und die anderen wie immer einen Daumen da lassen, falls es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Ziegewan, der RC-Modellbauer. Ciao.